Mann von da unten? Heil, Cäsar! Heil? Nur ein Überlebender. Oh, wirf ihn auf den Fußboden. Wie bitte? Wirf ihn auf den Boden. Ah! Oh. Also, wie ist dein Name, Jude? Brian, Herr. Brian, hä? Nein, Brian. Au! Der kleine Helm ist ein Widerpost. Wie bitte? Ein Widerpost. Ja, natürlich. Weißt du, solche Purchen scheinen hier unberechenbar brutal vorzugehen. Blutberauscht. Oh, ich glaube, geraucht hat er auch. Also, du bist ein Defitist. Ich pisse was? Prügel ihn, Centurio, für diese Unverschämtheit. Au! Oh, und auf den Boden werfen? Bitte? Ihn wieder auf den Boden werfen. Oh ja, schleuder den Purchen zu Boden. Ja. Nun, was tatest du für ein Pupenstück? So dürft ihr nicht mit mir reden, ich bin Römer wie ihr. Ein römischer Bürger? Nein, Bürger. Au! So, vielleicht der Pastor eines Römers. Wer war's? Er war Centurio, in der Jerusalemer Garnison. Echt erstaunlich. Wie war sein Name? Nixus Minimax. Centurio, haben wir irgendjemanden dieses Namens in der Garnison? Nein, Herr. Du scheinst mir da sehr sicher zu sein. Hast du das überprüft? Nein, Herr. Ich halte es für einen Witz. Wie Stechos Cactus oder Schwanzus Longus. Was ist so komisch an Schwanzus Longus? Das ist ein verhohene piepelter Name. Hm? Als Knabe hatte ich einen guten Freund in Rom, der hieß Schwanzus Longus. Schweig! Ich wünsche keine Unverschämtheiten. Du wirst dich in der Gladiatorenschule wiederfinden. Ich lasse nicht mit mir scherzen. Solches Benehmen ist schändlich. Kann ich nun gehen, Herr? Au! Na warte, wenn Schwanzus Longus das hört. Wache! Bringt ihn hinaus! Oh Herr, er hat doch... Nein, er wird in einer Woche Peeren und Pestchen in der Arena gegenüberstehen. Gut, ja. Also komm mit. Ich gestatte nicht, dass meine Freunde lächerlich gemacht werden von einem ordinären Schnösel. Ist noch jemandem zumute nach einer kleinen Schelmerei, wenn ich meinen lieben Freund erwähne? Schwanzus... Longus? Und du, Schurke, findest du es vielleicht besonders komisch? Wenn ich ihn sage, diesen Namen? Schwanzus? Longus? Er hat eine schöne Frau. Wisst ihr, wie man sie nennt? Sie wird genannt Incontinentia. Incontinentia Propertia. Was soll das bedeuten? Jetzt habe ich aber genug davon. Ich schleudere euch Repellen in den tiefsten Schlund. Schweig!